Presseprobe im städtischen Feierraum. Das neue Stück steht kurz vor der Premiere. In Between heißt es. In Between, also dazwischen, zwischen Kind und Jugendlichem, zwischen Grundschulfreunden und Pubertät. Eben da, wo sich die Darsteller gerade befinden. Ich bin zwar kein richtiges Kind mehr, aber auch noch kein Teenager. Also doch, ich bin schon ein bisschen in between, aber noch nicht ganz. Man ist ja gerade so im Pubertätsalter und da ist das ja auch alles so anders. Man wächst auch viel schneller und so. Und ja, das macht aber, ist aber auch eine schöne Zeit. Manchmal verstehen mich meine Eltern nicht oder meine Freunde und das ist manchmal nicht so schön. Man hat halt noch die alten Freunde, so von der Grundschule. Dann fühlt man sich mehr so, ja komm, jetzt kommen wieder so Erinnerungen. Aber irgendwie will man auch wieder zu den Älteren gehören und so cool sein halt und alles. Und gerade in dieser Zeit passt es gar nicht, dass der eigene Bruder auch noch so besonders ist, dass man plötzlich anfängt, sich vor den Freunden für ihn zu schämen. Und auch die Freunde benehmen sich seltsam. Ein schwieriges Alter eben, würden die meisten Erwachsenen sagen. Wie leicht fällt da eigentlich das Arbeiten mit den Jugendlichen? Also ich war erstaunt, wie gut wir da zusammengearbeitet haben. Die Kinder haben gespürt, oder Jugendliche, wie soll man sie nennen, In-Betweenies, haben gespürt, dass wir direkt bei ihnen ansetzen, dass wir uns wirklich interessieren für sie und was sie erleben und haben es uns eigentlich mit guter Kooperation und Zusammenarbeit gedankt sozusagen, dass wir wirklich interessiert waren und nicht irgendwas mit ihnen angefangen haben. Und dadurch war das wirklich eine schöne Zusammenarbeit. Das Thema wird, auch das ist quasi in between, weder als reines Theaterstück noch als reine Tanzaufführung umgesetzt, sondern als ein Mix aus beidem. Eigentlich gibt sich beides was. Also Tanz gibt Theater was und Theater gibt Tanz was. Und wenn sich das dann zu so einer homogenen Form findet, wie jetzt bei In Between, dann kann es, glaube ich, sowohl diese Altersgruppe als auch die Eltern, das Publikum einfach, wenn es klappt, begeistern. Ob das klappt, zeigt sich schon bald. Schließlich steht die Premiere kurz bevor. Und aufgeregt? Ja, ich dachte, wir hätten noch mal eine ganze Woche länger. Viel schneller kommt alles jetzt und ich bin sehr aufgeregt. Ja, ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich habe noch nie richtig Tanztheater zusammen gemacht und ja, mal sehen. Am Premierenabend spielen die jungen Darsteller dann vor ausverkauftem Haus. Alles klappt, Text und Choreografien sitzen, das Publikum ist begeistert. Das Stück läuft jetzt noch bis Mitte Dezember im städtischen Feierraum in Böblingen.